Hallo, genau, also wir sind ja mal wieder da. Du bist gerade ein bisschen gestresst. Magst du sagen, warum du gerade ein bisschen gestresst bist? Ich bin überhaupt nicht Du gestresst. wirktest gestresst. Also ich bin gestresst wahrscheinlich. Wahrscheinlich projiziere ich nur. Dieses Video ist ein Video zum Thema auf die Kacke hauen. Und zwar ist der Anlass folgender. Ich habe ja vor ein paar Tagen oder weiß gar nicht wie lange, habe ich mal ein Video gemacht, da habe ich mal auf die Kacke gehauen. Und interessant ist der Effekt. Es hat nämlich, also für die Views, die es hat, überproportional, ich würde sagen, dreimal so viel Likes bekommen, wie normale Videos von mir bekommen. Und das Einzige, was ich anders gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, das ist das wichtigste Video, das ihr je anschauen werdet. Und dass dieser Effekt, den finde ich halt doch krass. Und der betrifft halt uns beide, weil du bist halt auch gerade viel mit Marketing beschäftigt. Und was wir uns jetzt fragen ist, machen wir was falsch? Müssen wir mehr auf die Kacke hauen? Müssen wir sagen, wir sind die Größten, die Tollsten, der Wahnsinn, lebensverändernd, ohne uns geht gar nichts Ich finde mehr. das so bescheuert. Ich Aber wenn meine, Menschen halt nun mal so funktionieren, was machen wir denn ja, aber dann? das ist doch total. Wenn alle sagen, ich bin der Knaller, ich bin der Aber es Ober. funktioniert. Der Effekt ist eindeutig. Also ich Es, gucke, ja. ich zeige es dir hier. Das sind ja die komischen Videos, das sind die Ja, ich Viewzahlen. glaub's dir ja Wo ist es sofort. denn? Wo ist es Ja, denn? ja, ja. Es sind so viele Ja, Videos. aber ich kann doch jetzt nicht bei jedem Beitrag irgendwie oben drüber Ja, hier ist klatschen. es, guck mal, Hier, 31 Likes. ja. Ja, also guck mal, da drunter, das Video hat nicht so viel weniger Wus, aber das ist dreimal 13. so viel. Ja. Und einfach nur, weil ich sage, man muss es nur dazu sagen. Das, was jetzt kommt, ist geil, ja? Also so. Der absolute Oberhammer. Also Ja. ich meine. Ja, was machen wir jetzt damit? Also so, weil wir sind ja beide mit Marketing beschäftigt, also du eigentlich mehr als ich. Ja. Du machst professionelles Marketing gerade. Und du lässt dich auch viel beraten, marketingtechnisch. Du hast irgendwie, glaube ich, gefühlt in den letzten anderthalb Jahren 20 Marketingberater gehabt. Irgendwann habe ich aufgehört Nein, ich mitzuzählen. habe 20 Mal überlegt, ob ich die jetzt buche und habe es dann doch nicht gemacht. Aber du hattest Aber ich hatte jetzt Marketingberater. gerade ein tolles Coaching bei der Margit. Genau, das hatte ich. Aber im Endeffekt geht es ja immer darum, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Also, dass die Leute uns kennenlernen, Aber das das ist eine lernen sie. persönliche Beziehung, wenn man sagt, man ist der Tollste, wo ist da die persönliche Beziehung? Das ist eine Para-Beziehung. Ja, ach so, nee, Daro, das hat sie ja auch nicht. Also, Wir sie hat jetzt erleuchten nicht, euch, wir erleuchten, wir sind das die hat sie mir Shining jetzt nicht Stars. gesagt. Ja, wir haben die Also, Weisheit. gesundes Selbstbewusstsein ist natürlich schon wichtig, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich auch im Zweifel damit leben kann, wenn ich die durchgeknallte ESO ische, wenn ich damit verbunden werde. Aber, also, ich tue mich da echt schwer. Ich kann jetzt nicht Ja, uns behaupten. stößt das ab unmittelbar. Also zum Beispiel das Schlimmste ist ja, also ich weiß nicht, ich bin halt viel auf YouTube, du nicht. Es gibt da so eine Marketingkampagne von so einem Typen, ja, also das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt ja tausende solche Typen. Das ist gerade sehr aggressiv, also so gibt wie bei jedem Video, das ich aufrufe, selber auf YouTube von anderen, kommt diese Marketingkampagne von dem Typen, der sagt, wenn du 4.000 € hast und dann werde ich, und ich habe für die Ja. Reichen gearbeitet und dann bin ich selber, und dann lässt er sich ablichten mit vor irgendeinem komischen Villa, mit einem großen Auto. Ja, es funktioniert. Das sollten wir vielleicht auch machen. Ja, also ich Wir finde auch, haben weder eine Villa noch haben wir ein das darfst du Auto. nicht sagen den Leuten. Wir müssen uns vor eine Villa stellen Okay. und dann müssen wir sagen, wir sind. Also, wir fahren nach Starnberg oder nee, Herrsching. In Herrsching gibt es eine wunderschöne Villa am See. Da bin ich mal vorbeigelaufen. Und die ist Dann total liest, dann, dann, verglast. was für ein Auto Die tun wir ist uns? total verglast, also alles Glas mit Blick auf den See. Und mein erster Gedanke war, wer putzt diese ganzen Das ist Glasfenster? das, das sind wir. Wir denken ans Putzen. Ja, das Genau. ist so unsere Ja, Klasse. genau. Wir denken ans Und Putzen. dann kam natürlich Wenn du reich sofort, bist, denkst du nicht dran, weil du hast ja, du Leute, die hast Leute, putzen. die für dich putzen, Möchtest du eben. nicht auch Leute haben, die für dich putzen? Ja, Sei mal ehrlich. immer schon, Ja, ich bin ja immer schon. dagegen. Ich finde das. Aber du willst ja immer, dass wir selber putzen. Ich finde Ja. es ja total verzichtbar. Ich habe was Besseres zu tun, als die Wohnung zu putzen. Ja, ich bin da. Aber da kann man nichts machen mit ihm. Der ist Nein. einfach, ich will selber den Boden wischen, Eigentlich will ich weil. nicht, aber Also irgendwie ich will er nicht, mach's. aber dann will er schon. Und es ist einfach. Jetzt sind wir wieder beim Beziehungsthema. Ja, Aber das ist ja aber heute viel nicht. wichtiger ist die Frage der Automarke, die wir vor diese fremde Villa am Ja, Ammersee ich bin ja stellen. der Mini-Typ. Also ich hätte ja Oh, mit gerne einem ein Mini darfst du nicht kommen. Mini. Nein, ich meine Cabriolet, Mini Mini-Cabrio, Cabriolet. das wäre so mein Traum. Und das macht was her. Und dann geht es Weiß durch ich die nicht, ob es Decke. was hermacht, aber ich finde es Es geht hier toll. aber in diesem Video gerade ums Hermachen. Du hast eine Ach Themaverfehlung so. gerade. Welches Auto müssen wir nehmen, damit es was hermacht? Damit, also Hermacht. der Erfolg. Ne? Der Erfolg. Der Erfolg. Der Erfolg.
Ich habe keine Ahnung, damit habe ich mich noch nicht. Ich weiß nur, was mir gefällt. Ja, mit den wirklich wichtigen Fragen beschäftigst du dich mal wieder nicht. Ja, welche Automarke? Das ist eine wichtige Frage. Lamborghini, Porsche, doch. Ja, irgendwie. Also Jaguar. Jaguar, so. Ja, auf dem Jaguar können wir uns. Da ist der Name allein schon toll. Ja. Das Ja in Jaguar wird ja, unterschätzt. Ja, und wir haben ja auch den Jaguar bei uns auf dem Klo hängen, diesen das ist Gold. Ein Tiger. Das ist ein Tiger. Das ist ein Jaguar. Das ist ein Tiger. Sollen also, wir jetzt aufstehen und nachschauen? Es ist ein Tiger. Okay. Für dich ist es ein Jaguar. Für mich ist es ein Jaguar. Genau, auf jeden Fall, der leuchtet so golden und der ist ein Poster. Das den hängt haben bei wir uns auf dem Klo. Auf dem Gästeklo. Weil ich den da hingehängt habe, warum, weiß ich und nicht. Und ich wurde heute gefragt, ob das mein Krafttier ist. Dann habe ich gesagt, vielleicht. Mein Kacktier. Mein Krafttier, hallo? Oh Mann. Ja, manchmal muss man auch kräftig kacken. Ja. Ja, also, vielleicht, genau. Vielleicht haue also, ich jetzt mehr Knaller. Auf die Kacke. Auf jeden Fall, der dieses Knaller. Video ist der Knaller, oder? Worum ging's? Ich, keine Ahnung. Also man muss auf die Kacke hauen. Also es ist ja ein Problem. Also genau. Wenn du nicht sagst, dass du der Wahnsinn bist, dass wir leben nicht in der Zeit für Subtilitäten. Also wenn jemand praktisch andeutet, dass da vielleicht irgendwie was dran sein könnte, dann geht er in der Menge dessen, was gepostet wird und was geschrieben wird und was gevideot wird, was geflockt wird, einfach unter. Und deswegen muss jeder sagen natürlich, dass das der lebensverändernde Wahnsinn ist, was er macht. Und hinterher wird das Leben nicht mehr das Gleiche sein. Ja? Absolut. Ist notwendig. Ja. Und wir machen das aber nicht so richtig. Lebensverändern, transformieren. Was machen wir denn dann, wenn wir das nicht machen? Dann werden wir ewig wirkungslos bleiben. Wir sind lustig. Wir sind lustig. Wir tragen Kronen und Blütenkränze im Haar und sind... Lustig. Außerdem, wir wollten das nicht so lang machen, sonst ja. gucken die Leute das ja, nicht. Ja, viel zu lang. Wir langweilen, lang. Wir hier, langweilen alle. Hier alle. Ja, also ich suche jetzt noch einen zündenden Abgang auf dem Klo. Nee, nicht auf dem Klo. Also, wenn wir zünden in dir deine Lebensflamme an, genau. Ja, also im letzten Video habe ich schon, oder vorletzten Video habe ich schon gesagt, wir sind so eine Art weltliche Seelsorge eigentlich. Genau. Pfarrer ohne Kirche. Ja. Geerdete. Ich bin nicht geerdet, du bist geerdet. Ja. Ich bin nicht geerdet. Er ist nicht geerdet. Ich bin aber ziemlich du bist abgehoben. Ja auch Philosoph, ja. Ich bin abgehoben. Du bist halt. Ich mache mein Business, ist die Abgehobenheit. Ja, genau. Also, wenn ihr richtig abheben wollt, wenn ihr richtig durchdrehen wollt, haltet ihr mich an euch an mir. Wenn ihr mehr geerdet haben wollt, haltet ihr euch an sie. Genau. Weil sie zum Beispiel macht Sachen, sie geht barfuß durch Friedhofsblumenbeete. Oder was machst Nein, du? Also, na, da gibt es so eine Wiese. Also, das ist mit Moos. Auf dem Waldfriedhof? Ja, aber das ist reines Moos. Da ist auch niemand begraben. Gestern hast du zu mir gesagt, du hast dich geerdet, indem du barfuß nochmal gegangen bist. Ja, das war bist. Im Südpark. Da gibt's Ach, das war im Wiese. Südpark. Ja, Ach, ja, Südpark, genau. Ja. Also geerdet hier, abgehoben hier. Wir decken das volle Spektrum ab. Genau. Für was? Was machen wir eigentlich? Was ist das Spektrum? Von was decken wir ab? Wofür braucht man uns? Ich weiß es immer noch nicht. Also mich braucht man, wenn du... oh Mist, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ja, siehst du? Wofür braucht man dich? Sehr gut. Das gefällt mir. Das ist jetzt gemein. Jetzt mach halt Schluss. Dann nee. Kann ich mir... Ich will jetzt eine Antwort. Wofür genau brauchst du dich nochmal? Mich braucht man, wenn man Klarsicht haben möchte. Das ist jetzt auch nur so ein leerer Slogan. Nein, Klarsicht Butter heißt... Butter bei die Fische, was du, heißt das? Wenn du unglücklich bist in deinem Job, wenn es dich total ankäst, dass du entweder eine Beziehung hast, die nicht toll oder die, wo du nicht glücklich bist oder wenn du gerne eine Beziehung hättest. Es kann Themen, wo du einfach nicht dich selber gut näherst, also ja. wo du halt unglücklich bist. Also dafür bist. Brauchst Christa und mich, danke dafür, das war ja. eine Steilvorlage für mich, mich brauchst dafür, das kann ich jetzt nach dem, was du gesagt hast, viel besser sagen, mich braucht es, wenn ihr Erklärungen dafür braucht, warum ihr unglücklich seid und warum ihr nicht schuld seid. Genau. Also die Christa bringt euch in die Eigenverantwortung, wenn ihr euer Leben verändern wollt und ich bringe euch in die systematische Verantwortungslosigkeit, das, was ich euch liefere, sind Ausreden, warum auch ihr unglücklich seid, aber ihr seid nicht allein. Genau. Also hier ist so das Unglück verkörpert, samt aller nötigen Ausreden, warum ihr auch unglücklich bleiben könnt. Und wenn ihr also wirklich was ändern wollt, dann haltet ihr euch an sie, weil das genau. ist, was sie verkauft. Party. Ja, also sie ist die Frau für den Spaß und ich bin für die, ja. für die Dauerdepression bin ich der richtige Mann. Ja, genau. Ja. Und also gemeinsam, wenn ihr glücklich, sind wir unschlagbar. Ja, ja. Wenn ihr glücklich depressiv sein wollt, dann seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Also depressiv, aber glücklich oder glücklich, aber depressiv, das wäre so meine Mischung. Genau. In ja. diesem Sinne, sie will Schluss euch machen. Wohl. Ja. Ja. Diese Frau will zum Ende kommen. Ja. Zeterum und so weiter. Ja, ihr wisst ja. Tschüss. Ciao.